Ayla Kristine hat ein ungewöhnliches Talent. Die Norwegerin springt, läuft und galoppiert wie ein Pferd und begeistert damit das Netz. In einem Interview erzählt die junge Frau, dass sie ihr Kindheitshobby konsequent durchgezogen hat. Seit sie 4 ist, liebt sie Hunde. Deshalb krabbelte sie oft auf allen Vieren herum. Dann merkte sie, dass auch Pferde sie faszinierten. Deshalb fing sie an, die Pferdebewegungen zu trainieren. Ihr ungewöhnliches Hobby hat sie nun auf Instagram geteilt. Doch neben freundlichen Kommentaren habe sie auch Anfeindungen erhalten, erzählt sie. Mittlerweile ist ihr Profil nicht mehr verfügbar. Doch mit ihrem Hobby ist Ayla nicht alleine. Auf Instagram teilen viele ihre Begeisterung dafür. Die junge Kanadierin Anna Selander trainiert bereits seit mehreren Jahren, wie ein Pferd zu springen. Es sind vor allem Mädchen, die sich für die Pferdebewegungen begeistern. So finden in Finnland seit wenigen Jahren Wettbewerbe mit Steckenpferden statt. Hobbyhorsing heißt der Trendsport. Inzwischen satteln tausende junger Frauen in Finnland ihre Holzrösser. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis die Galoppiererei auch hierzulande um sich greift.